So, wir haben mal wieder den Tintenroller. Den Heldenroller, Entschuldigung. Das ist natürlich der Heldenroller. Wir sind Helden, deswegen haben wir auch einen Heldenroller. Boom. Was? Hat den hier nicht mit erwischt? Au. Das ist ein bisschen zu offensiv, was ich hier, glaube ich, betreibe. Egal. Oh, mir geht die Tinte aus. Ja. Das hat man gemerkt, dass mir die Tinte ausgegangen ist. Octokugler, jetzt geht's rund. So. Bam! Den ersten gleich weggehauen. So macht man das. So macht man das. Genau so, nicht anders. Mal wieder der schöne Strandlevel hier. Im Strand waren wir auch schon länger nicht mehr. Sind wir mal wieder ein bisschen gestrandet hier. Und diese Drehdinger auch wieder. So, noch ein bisschen Lebensenergie mitnehmen. Beziehungsweise Tinte mitnehmen. Mit Tinte geht es bekanntlich besser. An den Wänden entlang bewegen und abwarten. Alles klar, klingt nach einer Taktik. Ah, geh doch hoch. Hoppa, so. Bist an der Seite hier vorbei und den Checkpoint mitnehmen. Lass dich nicht überrollen, ja, das ist ein guter Tipp. Ich hatte mich nicht absichtlich überrollen lassen. Pass auf, wo du hintrittst. Okay. Hier ist doch überall Tinte. Warum muss ich da aufpassen? So, Angriff ist die beste Verteidigung. Halt schön die Tentakel am Boden, alles klar. Nein, 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 Wasser. Ah! Wer hat beschlossen, da Wasser hinzutun? Kiste noch da? Ja, die Kiste ist noch da. Nein, nimm das hier. Genau. So, mal ein bisschen hier aufladen. Und dann nicht dieselben Fehler wie beim letzten Mal machen. Ich sagte, er machte fast denselben Fehler wie beim letzten Mal. Ganz, ganz entspannt drauf. Ganz entspannt das hier machen. Schön angehen, langsam. Vorbei an den Gegnern. Spitzenmäßig Nummer 4. Fand ich auch. Haha, wir sind am nächsten Checkpoint angekommen. Ja. Checkpoint erreicht. Wenn du einfach losstimmst, kriegst du nur auf die Mütze. Deswegen stimmen wir jetzt auch einfach los. Und kriegen dann gleich wahrscheinlich auf die Mütze. Nein. Hopp, hopp, hopp. Ach, Mist. Dachte, ich kann mich noch dran festhalten. Falsch gedacht. Schwierig ist natürlich immer, den genauen Zeitpunkt zum Springen abzupassen, dass man nicht runterrutscht wieder. Weil das ist natürlich immer die Gefahr, dass man hier runterrutscht. Oh shit, ich habe keine Tinte mehr. Oh nein, oh nein. Ich habe vor allem ein Tintenproblem. Okay, das sollte reichen für den Sprung. Es reicht nicht. Nein. Ah. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, dass es jetzt das gute dritte Ding ist. Sonst haben wir ein Problem hier. Vor allem muss ich wieder Tinte aufladen. Nein, 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 nein. Boah. Man kann springen, richtig. Da war was. Das hilft manchmal auch. Ich dachte aber, warum habe ich den Sprung nicht geschafft, ey? So, da haben wir hier eigentlich genügend. Ja, jetzt gehe ich. So, auf jeden Fall hier genügend eintindern, damit es nicht das passiert, was uns gerade eben passiert ist. Also und dann, dass wir überhaupt. Oh shit, oh shit, oh shit. Woo. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Na komm, das nehmen wir jetzt mit hier, das Ding. So, jetzt warten wir kurz, bis die Kugel vorbei ist. Und dann gehen wir hier endlich weiter. Oh, war das knapp. Ab zum nächsten Checkpoint. Endlich wieder ein Leben bekommen. Ja, die Level wären nicht leichter, muss man sagen. Jetzt trifft es mich auch ab und zu mal. Ab und zu muss ich dann doch mal einen schmerzhaften Treffer hier einstecken. Ja, sonst noch was. Was zur Hölle. Okay, das ändert aber auch nichts, wenn die Kugeln nebeneinander rollen. Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Kann man die Kugel vielleicht irgendwie ärgern damit? Ah, so können wir die Kugel, glaube ich, ärgern. Dann können wir nämlich hier rüber. Haha. So. Einmal vorbei hier. Oh, wehe, das Ding hält jetzt nicht lang genug. Dann haben wir ein Problem. Ah, wir sind sogar auf der richtigen Seite. Also da drüben hätte es bestimmt auch noch was gegeben, aber ich bin froh, dass ich lieber auf der Seite bin, wo es weitergeht. Ich würde mich nie dran gewöhnen, wie groß die Dinger sind. Und die anderen Kugeln waren auch noch viel fieser. Da gab es noch viel größere Kugeln vorhin. Okay. Was bringt uns das hier? Ah, da können wir... Nee, hä? Das bringt uns doch echt. Oder müssen wir da hoch? Nee, da kommen wir eh nicht hoch. Keine Ahnung, was das uns bringen soll. Oh, du kommst sogar zu mir. Das ist lieb von dir. Dass wir zu wenig Tinte haben, ist wiederum nicht so lieb. Schnell mal eine Tintenpfütze aufsaugen. Oh, die haben sich gerade eben schon wieder gegenseitig ausgeschaltet. Das ist gut. So, die Kugeln haben wir einfach mal weg hier. Was sag ich, wenn sich die Kugeln stapeln? Oder rollt die andere Kugel jetzt einfach drüber? Jetzt mal gespannt, ob die andere Kugel einfach drüber rollt oder ob die vorbei rollt. Die rollt wohin, wo sie gar nicht hinrollen soll. Die rollt nämlich fast über mich drüber. So war das nicht geplant. Okay, ich glaube, wir müssen da rechts hoch, wenn ich das richtig sehe. So, wir versuchen nochmal eine Kugel wegzuhauen. So, okay, versuchen wir es. Riskieren wir es. Elektrowelt ist gleich voraus. Das ist schön, das ist schön, das ist wunderbar. Da oben drauf. So, noch ein bisschen Lebensenergie holen. Oh nein! Au! Ja, das habe ich kommen sehen. So, wir schaffen es aber zum Checkpoint. Ganz entspannt hier. Wunderbar, der letzte Checkpoint. Gleich haben wir es... Oh. Ein paar Kugeln müssen wir noch vorbei, aber so. Insgesamt sind wir gleich auf einem guten Weg. Oh, da muss man aber sehr schnell sein. Oder man muss da noch was an der Seite... Ah, man kann die gleich hier wieder weghauen. Ah ja, genau. Das funktioniert wie beim anderen Abschnitt auch schon. So, einmal hier nach oben. So, einmal die Kugeln weggehauen. Au! Au! Die haben ja gleich richtig viel Schaden gemacht. Ah, nein, 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 nicht mich selber! Das war way too knapp. So. Die Kugel wären wir auch losgeworden. Jetzt nochmal nicht von der großen Kugel treffen lassen. Und dann sind wir auch schon beim Elektrowels. Jawoll, ja! Nice! Ja, Kingdom Hearts kommt noch vor Indiana Jones. Das ist auch mal im 16. Also so schnell gehen uns hier die Spieler nicht aus. So, wieder ein Level geschafft. Unruhige Kugel am Strand haben wir geschoben. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die andere Seite rüber, glaube ich. Um die nächsten Sachen zu holen. Drei Level fehlen uns aktuell noch. Wo sind die letzten drei Level? Wo verstecken sie sich? Nein, nehme ich mit. Dankeschön. Ah, ich kann wieder Waffe wechseln. Wobei, ich glaube, in dem Abschnitt ist hier die Sniper meistens... ist meistens die Sniper besser. So, ja, genau. Gehen wir mal wieder in die Mitte hier. Ach, da ist die sogar. So, auf der rosanen Seite waren wir hier doch noch gar nicht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, gehen wir mal dahin. Genau, gehen wir mal hier hin. Mal was Neues ausprobieren. Da drüben zum Beispiel hin. Ja, nee, hier müssen wir nicht vor... Ah, das ist ein Luftballon, deswegen fährt das Ding so komisch. So, einmal den Checkpoint mitgenommen. Aua. Okay. Okay. Ah, okay, das muss man wahrscheinlich jetzt genau timen, damit man nicht irgendwo runterfällt. Das war gut. So, mal gucken, wo uns das hier hinbringt. Oh, zum nächsten Level. Oh, diesmal waren wir schnell. Also im Vergleich, wie lange wir sonst gebraucht haben, um die Level zu finden, war das ja echt eine flotte Aktion hier.
Ja. Kingdom Hearts ist auch mit dem 16. So, drei Level müssen wir noch schaffen. Dann gibt's den Bosskampf. Vorgabe von Arty, Heldenschwapper. So, hier sind wir wieder mit dem Schwapper unterwegs. Schwipp, schwapp, Gegner kaputt. Da geht's ganz schön tief nach unten. Da geht's vor allem ins Wasser. Das ist vor allem das Problem. Achso, da hätte ich... Ne, komme ich eh nicht hoch. Bei denen komme ich eh nicht hoch, das weiß ich mittlerweile. Eile! Nein! So, wo müssen wir denn überhaupt weiter? Das bewegt sich alles fies, aber da kommen wir eh nicht hoch an den Seiten. Ne. Ey, wie satt. So, noch ein paar Gegner mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Das bewegt sich nur hin und her. Hier können wir rüber. Ah. Das bewegt sich in unsere Richtung. Nein, nein, nein. Habe ich schon angefangen, am 300.000 Abonnenten-Special zu arbeiten? Das dauert noch eine Weile, glaube ich. Da ist es auf jeden Fall noch eine Weile hin. Noch einige Monate, die da ins Land gehen werden. Bis es vielleicht irgendwann eines schönen Tages soweit sein wird. So. Oh Gott, stell dich doch nicht so an. So, hier muss man aber auch sich rumärgern mit den Gegnern. Ah, da ist ein Checkpoint. Wir gehen erstmal zum Checkpoint. Das war ein Klacks für dich. Ah, oder ein Klecks. Ja, die Idee war gut, aber die Arme, Rabos Arme waren zu kurz. Der Klassiker. Dabei habe ich das nicht mehr gespielt. Aber ich kenne es trotzdem. So. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen halten. Ein bisschen die Höhe halten. Ja, war so geplant. War alles so geplant. So, einmal nach oben fahren. Noch ein Stück. Dann kannst du kurz verschnaufen. Okay. Ich freue mich drauf, wenn ich verschnaufen kann. Momentan ist nämlich hier nicht viel mit verschnaufen. Da ist nur viel mit fiesen, fiesen Gegnern. Ich schwapp erstmal noch ganz nach oben. Weil sonst wird es schwierig, wenn ich da zu wenig geschwappt habe. So. Hä? Wieso bin ich da runtergefallen? Hä? Wieso bin ich da gerade runtergefallen? Das verstehe ich nicht. War doch eigentlich an der Wand dran, oder nicht? Also viel hat da nicht gefehlt. Hm. Naja. Egal, wir probieren es einfach nochmal. Beim zweiten Versuch klappt es dann auch besser. Allein schon, weil wir nicht mehr Versuche haben. Muss es jetzt besser klappen. Aber ich hatte es eigentlich echt. Ich verstehe nicht, dass das nicht geklappt hat. Naja. So, da oben haben wir auf jeden Fall schon alles schön eingetintet. Da auch. Jetzt müssen wir noch da oben ein bisschen tinten. Ja. Nein! Jetzt schaffen wir es dann auch nach oben. Naja, ein bisschen Abstand ist tatsächlich. Ich hätte da besser springen müssen. So. Und jetzt wird's auch was. Mit Springen wird's auch was. Bop, 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 bop. Muss man immer die Höhe halten und man rutscht immer von alleine ein bisschen runter. Oh, oh, na. Ach, Mann, oh. Ach, Mann, oh, ach, Mann, oh, ach, Mann, oh. Seit langer Zeit mal wieder ein Level verkackt. Das ist, glaube ich, das zweite überhaupt, das ich mal verkackt habe, oder? Ah, es war aber auch knapp. Ich dachte, ich schaff's auf der Höhe zu bleiben. Naja. Zumindest wissen wir jetzt, wie wir hier weiterkommen müssen. Und wir wissen auch, dass wir weiter mit dem Schwapper unterwegs sind. Ja, 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 ja. So. Kreuz und quer übers Meer heißt das Level übrigens. So. Da kommen wir nicht rüber. Aber da kommen wir rüber. So. Boing, 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 boing. Nein! Ah! Boah, das nervt. Diese Mini-Hüpf-Sachen nerven irgendwie ein bisschen. Komme ich da eigentlich direkt rüber, wenn ich springe? Ja, ich komme direkt rüber. Problem ist, dass der mir dann den Rücken fällt. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Also von den Speedrun, dann seht ihr das, wie das geht. Da kann man an der Seite rüber springen. Falls ihr jemals das Bedürfnis habt, einen Splatoon 2 Speedrun zu machen. Ich habe es jetzt momentan eher nicht geplant. Bin ja froh, wenn ich es überhaupt schon durchschaffe.
So, diesmal haben wir hier auch 3 Leben an der Stelle. Das ist besser. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir keine 3 Leben da gehabt. Aber jetzt wussten wir ja auch, was wir tun müssen. Denn sie wissen, was sie tun. So, Höhe halten vor allem. Ich sage, boom, das hier alles mitnehmen. Das kennen wir jetzt alles schon. Jetzt dürfen wir nicht mehr scheitern an der Stelle. Jetzt wissen wir eigentlich, was uns erwartet. Unter anderem ein paar Gegner, die wir jetzt heroisch besiegt haben. Möglichst viel blau einfärben, damit wir nicht wieder runterfallen. Und vor allem da ganz oben noch ein bisschen was blau einfärben. So, und wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ne, dieses Mal muss es auf jeden Fall funktionieren. Ob ein neuer Kanal-Trailer kommt. Der alte ist tatsächlich schon ziemlich alt, das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Aber momentan hatte ich eigentlich nicht vor, einen neuen Kanal-Trailer zu machen. Irgendwann vielleicht. Mal schauen. Momentan schaffen wir es erstmal in den nächsten Levelabschnitt. Das ist deutlich wichtiger. So. Also mal gucken hier. Ja, so. Gehen wir so weiter. Mit dieser Plattform komme ich wohl nach oben. Das ist schön. Dann gehen wir doch mit dieser Plattform einfach nach oben. So. Mein Schwippschwager hier. So, hier komme ich weiter nach oben. Bringt mich jetzt aber in dem Fall auch nicht weiter, oder? Hä? Ah, doch, bringt mich weiter. Ich muss da... Ah! Ich muss da rüber. Arriba, arriba, arriba. So. Einmal hier rüber. Klappt doch wunderbar. Oh, war das knapp. Das war wieder einer für die Kategorie zu knapp. Ganz schön weit oben. Perfekt für einen Konzentrator. So, Checkpoint erfolgreich erreicht. Och ne, jetzt nicht auch noch Octarianer. Die kriegen aber auch einfach nicht genug von uns. Ah, okay. Hier kann ich mich zumindest sicher draufstellen, ohne gleich wieder zu sterben. Nein. So, Octarianer besiegt. Tinte aufgeladen. Oh ne, da kommt noch mehr. Au. Da hätte ich besser in Deckung gehen müssen. Gesehen, dass da drüben noch einer ist. Den treffe ich auch von hier aus nicht. Nein, 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 nein. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. So. Hätten wir das auch geschafft. Ist gemein, dass man immer so hoch fliegt da. Das macht das Ganze auch nicht unbedingt leichter. So, schaffen wir es da direkt rüber? Ich glaube nicht. Machen wir den langsamen Weg. Gehen wir ein bisschen auf Sicherheit. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Das ist kein Speedrun. Es geht nur darum, es zu schaffen. So, komm her. Und wunderbar. So, hier auch nochmal ein bisschen schön eintinten. Oh, die Tinte ist nach hinten geflogen. Das hat mich irgendwie irritiert. Beim nächsten Checkpoint angekommen. Es bleibt spannend. Ich kann mein Haus... Du kannst dein Haus sehen von da, okay. Ich sehe hier aber gar keine Häuser, oder? Sieht da irgendjemand Häuser von euch? Ich sehe keine Häuser. Warum ist es so still? Muss man hier erst einen Schalter aktivieren oder so? Ja, und ich habe den Schalter auch schon gefunden. Mach aber erstmal die Sachen hier kaputt, weil wahrscheinlich dann die Hölle losbricht, wenn ich diesen Schalter aktiviere. Irgendwo brauchen wir auf jeden Fall auch einen Schlüssel. So, Schalter ist aktiviert. Wo fliegen wir hin? So, nächster Schalter. Sieht aus, als wäre auf jeder Seite des Würfels ein Schalter. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie auf alle Würfelseiten kommen. Ah, und ihr wollt uns dafür vermutlich von abhalten. Ja, ich weiß, dass es knapp war. Ah, den... Oh, shit, der hat ja ein Schutzschild. Dachte schon, ich hätte den so easy erledigt. Und dann habe ich erst gecheckt, dass er ein Schutzschild hat. Mann, 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 Mann. Weck die mal nicht so auf hier. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Der blöde Schutzschild. So, geht doch. So, kommen wir an den da dran? Ja, an den kommen wir dran. Frage, ob wir die anderen Seiten auch von hier aus erwischen sollen, können, müssen. Ah. Ja, geht. Ah, hier müssen wir hoch. Ah. Na dann, mal ab nach oben. Nee.
Okay, den kriegen wir auf jeden Fall auch von der Seite. Dann müssen wir nur noch auf die... Ja, dann müssen wir nur noch auf die andere Seite rüber. Dann müssen wir nämlich nur noch hier rüber. Dann haben wir es auch geschafft. Ich spiele jetzt nur Splatoon in dem Stream hier. Nein, hoch mit dir! Oh, fliegende Gegner und dann nur den Eimer. Gut, dass die Gegner nicht auf die Idee kommen, weiter hochzufliegen. Vorsicht, da ist noch einer. Noch einer? Oh, ja, noch einer. Den haben wir aber gleich. Sieht aus, als wäre ich erstmal sicher. Das ist schön. Fühle mich auch schon sehr sicher. Hey, wieso dreht er sich? Der hat sich vorhin nicht gedreht. So, wir haben alle Seiten aktiviert. Ach ne, oben ist noch eine. Stimmt, wir haben erst 4 Seiten oder so. Ah. Schlüssel ist da. Schlüssel ist raus. So, hoch mit dir. Und dann einmal aufschließen hier bitte. Ah, da war gerade eben auch ein Checkpoint. Das hier ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Ran an den Elektrowels. Ah, wir haben schon wieder ein Level geschafft. Nur 2 Level, glaube ich. Und dann sind wir schon mal ein Bossgegner. Aber gut, der ist bestimmt auch nochmal spannend, der Bossgegner. Mal gucken, wie spannend er ist. Ja, mal gucken, jetzt müssen wir erstmal wieder das nächste Level finden. Was sich ja hier auch durchaus immer als Herausforderung darstellt. So, ich würde gerne da rechts weiter, da schätze ich das nächste Level irgendwo. Aber dazu bräuchten wir natürlich erstmal eine Mitfahrgelegenheit. Oder links. Warte mal, hier waren wir auch noch nicht, gell? Nee, hier waren wir auch noch nicht. Ah nee, hier sind wir hergekommen gerade. Oder? Ja, doch von der Seite sind wir hergekommen. Probieren jetzt einfach mal hier rüber zu kommen. So, fährst du auch nach oben oder fährst du nicht nach oben? Nee, du fährst offensichtlich nicht nach oben. Aber du fährst hier hin. Und da komme ich irgendwie rüber. Nein, nehme ich mit. So. Hier müssen wir unser Springen ein bisschen timen. Spannende Frage ist, ob da drüben ein Level ist. Ein Level könnte da drüben könnte irgendwo eins sein. Da so. Ich weiß es nicht. Ah ne, da ist eins. Ich sehe das Level. Ich sehe das Level schon, das nächste. Da fehlt nur noch ein Level. Mal gucken, wo das dann ist. So, ich nehme mal kurz noch die Sniper hier, um rüber zu kommen. So, na dann probieren wir es mal. Knapp, aber geschafft. Yay, wir haben das vorletzte Level gefunden. Nice. Rein da. Ich glaube, beim nächsten Level schaue ich dann nochmal auf der Karte, weil normalerweise sieht man ja, in welchen Level, in welchen Kartenecken die Dinger normalerweise sind. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.